Okay, wo? Bitte. Hui. Da ja, bist du ja, du olle Kuh. Okay. Bevor du wieder aufstehst. Pum! Schön Plazenta-Schlag. Wieder läuft. So ein kleiner Tanz. Rennen wir da hin. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Gehst mal da hin. Beug dich der Macht von Mütterchen Russland. Oh, es kommt ja auch nur Russen an, ey. Ich glaub das nicht. Davon findest du Deckung. Leg endlich los. Oh mein Gott! Es sind echt zu viele. Wow. Okay, das wird nochmal richtig krass, das Level. Hier, der Deckung auf einen. Warum ist denn jetzt eine Ladepause? Das war doch sonst nie der Fall. Muss Ned Hazard umlegen. Schnauze, 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 Schnauze. Okay. Man darf auf jeden Fall nicht zu schnell agieren, was ich die ganze Zeit natürlich mache. Weil ich habe ja Geduld von. Mir fällt kein Vergleich ein, was ist denn ungeduldig? Von dem Dennis. Hey, gönn mir eine Pause. Puh, okay. Die, Motherfucker! Oder Bitch, besser gesagt. Okay, wenigstens habe ich schön Munition von der MP. Nimm das! Ich habe keine Ahnung, was das alles für Trophäen sind, aber macht ja nichts. Stirb! Ach komm schon! Ich muss sie umbringen! Okay. Puh. Okay, ich habe komischerweise habe ich da wirklich Schutz gefunden. Und tschüss. Was? Gnefno? Ey, wo ist denn die Granate hingeflogen? Na egal, komm, machen wir so. Ich verliere nicht den Kopf. Oh, zu spät. Beug dich der Macht von Mütterchen runter. Komm, treff dich. Oh, trotz der Entfernung. Ach, das ist ja noch so ein Desperado-Viech, ist ja auch noch. Da war ein Desperado-Viech. Oh, ist das noch so eine Pause. Olle, ey. Okay. Komm, das war's auch jetzt. Das war doch jetzt schon genug Gegner hier, oder? Ist Lara Croft auch schon wieder tot? Sorry, Süße. Alter, wie viele? Das geht ja überhaupt echt nicht klar. Bist du der Letzte jetzt hier? Komm. Tot, bitte. Tot. Danke. Puh. Langsam ist auch mit der Munition ein bisschen knapp. Okay, das Problem hat sich jetzt auch geklärt. Alter Vater. Diese Ruhe gerade, ne? Ein Traum. Ein Träumchen. Laden wir meinen Granatwerfer wieder nach. Komm, friss das. Echt, ey. Was ist mit der Granate passiert? Okay. Oh, danke, Wasserpistole. 28 Schuss immerhin. Oh mein Gott. Von wo? Nicht hinter mir, oder? Nein, okay. War ich nicht irgendwo eine Tür? Ach, guck mal da an. Ich habe die Stelle schon auf dem Hinweg nicht gemocht. Stirb, 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 stirb. Okay. Ich gehe mal wieder zurück. Ich versuche es zumindest. Lauf, Matt! Der schleicht so, ne? Das ist unglaublich. Ich hasse ihn. So, so. Okay, du bist tot. Magazin ist leer. Lade nach. Danke für die Warnung auf jeden Fall. Und für den Hinweis. Okay, dann muss ich jetzt halt nochmal betäuben hier. Ist okay. Sollte ich hinbekommen. So. Arbeit ist getan. Der lebt ja immer noch. Warum lebst du noch? Was soll das denn? Ich find's geil mit der Hettenart in die Hüfte rein einfach. Och, Zombies. Stimmt. Puff.
Meine Zombies sind okay, die sind halt langsam. Ist halt nur blöd, wenn man zu lange zielt und man sieht nicht, dass von der anderen Seite auch noch einer kommt. Das wäre ein bisschen unpraktisch. Was ist jetzt hier mit euch, oder? Okay. Jetzt spawnen hier wieder irgendwo. Melde, kein Zeichen von ihm. Die Wasserpistole ist so stark, ne? Das ist unglaublich. Hier fehlt noch ein sarkastischer Kommentar. War das der Einzige, der hier gespawnt ist? Ich wollte schon sagen, Junge. Komm her! Wer hat mich denn jetzt da getroffen gerade? Muss ich nicht verstehen, oder? Also sind wir gleich wieder beim Tennisplatz. Ist ja schon mal relativ weit. So einen Speicherpunkt fände ich mal ganz gut wieder. Ladevorgang. Warum muss der denn jetzt laden? Das muss der nie. Ach, für die Sequenz. Oh, Mädels. Ihr geht mir auf den Keks. Titten, komm. Zeig deine Titten. Danke, okay, Nummer 1 ist schmaler Schrott. Komm. Ah, schneller hin. So, Lara Croft. Headnut. Boom, auf die... Steißbein, so hieß das Ding, genau. Wo ist denn die letzte? Da hinten. Ich seh dich. Oh, ich mag die Wasserpistole, die ist echt richtig gut. Mach doch mal ein DDT oder sowas. Oh, tat das weh. So, okay, der ist schon mal ausgeschaltet. Oh mein Gott, Hilfe. Komm, lad dich wieder auf, Junge. Okay, Nummer 1. Und bleib, wenn du stehen bleibst, dann. Warum treffe ich den nicht? Danke. Geht doch. Verdammt. Man kann mal so wenig Schuss leider nur für die Wasserpistole tragen. Das finde ich ein bisschen traurig. Oh, ich glaube, wir haben es gleich geschafft, oder? Oh, was ist das? Granatwerfer? Okay. Meisterschild! Meisterschild! Boom! Geil. Ist hier so ein Terminator oder was? Ich würde gerne mein Gesicht sehen. Okay, es hält nur noch 9 Sekunden. Nein, niemals! Niemals! Granate, weg! Allein, Granate. Täuschst du dich? Granate, weg! Okay, gut. Jetzt wird es langsam wieder ein bisschen spannender. Nicht! Nein! Ach, das ist da drumherum geschlichen, ey. Meisterschild. Meisterschild. Ah, jetzt werde ich das ein bisschen produktiver nutzen. Vermute ich mal. Ja doch, das Schild ist wenigstens mal nützlich, ey. Ich habe es zwischen ihre Beine geballert, wow. Langsam könnte ich, glaube ich, mal in Deckung gehen. Ach komm, hier kann ich noch eben eine passen. Boom! Mit der Glatze. Ich finde, so Kopfschüsse wirken mit einer Glatze irgendwie viel wirkungsvoller. Ich bin so gut. Wo sind die Olle? Komm in Deckung, Junge. Alter. Todesgefahr. Hui, das war knapp. Okay. Die Zombies sind ja zum Glück relativ lahmarschig. Wenn sie mich dann treffen, ist es dann umso härter. Ist sie jetzt tot? Ja, ne? Danke. Und du auch, ne? War zwar knapp. Du bist nicht tot! Warum habe ich denn jetzt die Knarre überhaupt? Das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Ich hab dich doch 15 Mal auf deine rechte Titte. Mann, ey. Meisterschild. Sind das Flummischen-Granaten oder was? Die da rumfliegen? Oh Mann, komm, baller hier weg, den Scheiß. Oh, die Pistole. Nein, ich brauche nur einen Granatwerfer.
Warum, wo sind denn die drei, die hier kommen sollen? Auch boom. Tschüss. Kann ich die mich schon mal wegmachen? Ey, Alter, was geht denn mit der ab? Ohne Scheiß, ich habe ein ganzes Magazin auf die draufgeballert. Das ist doch scheiße, sowas, echt. Das Böse halt, um diese Tussis... Oh mein Gott, ey, ich hab den nicht so getroffen, zu verrecken. Um diese Ollen halt zu besiegen, ey. Oh, ich will das nicht schon immer wieder neu machen. So geil ist das jetzt auch nicht. Im ersten Mal ist es schon noch ganz lustig, aber im Rest ist es jetzt langsam langweilig. Ich bin ein Schweinehund mit Kodier. Oh, ich muss jetzt auf jeden Fall die beiden Tussis abknallen. Irgendwie. Weil die gehen mir einfach am meisten auf den Sack. Verflixt! Meine Waffe ist leer! Komm, ich mach ja noch ein bisschen Feuer, mach ich auch noch dabei, komm. Tschüss. Ist sie einfach überhaupt nicht interessiert. Das ist so krass, oder? Haltet ihn in Schach! Komm, ist gut. Boah, gut, dann verpisse ich mich halt doch wieder. Ach, guck mal! Ich hab fast keine Munition mehr! Nein! Ey, ist der eigentlich nur bescheuert? Der soll die Waffen... Ey, der ist... Ich glaub's nicht. Echt, der ist so bescheuert! Der hebt die Waffe auf! Mann! Mac, du bist so ein unfähiges Stück Scheiße. Ich habe noch nie so einen behinderten Charakter erlebt, echt. Weil der Jäger ist nervig bei Spyro, okay. Aber der ist bei weitem einfach nicht so dämlich und bescheuert und der kann vor allem mehr als er hier. Und das ist schon echt traurig. Kein Spaß ohne Schmerz. Ich werde mit Trophäen zwar zugeschissen, ich will das aber schaffen eigentlich nur. Mehr will ich gar nicht machen. Doch, das haben sie gestrichen. Ich meine, warum suche ich mir jetzt überhaupt Deckung? Ich treff die nicht. Was ist denn los mit mir? Verfickte Scheiße, ey. Komm, zeig dich. Ey, ich hasse die Leute. Ja, jetzt zeigt er sich. So. Ich bin so ein Hex. Halt die Schnauze, ey. Du kannst nix. Ich hab echt noch nie so einen beschissenen Spielcharakter erlebt. Echt nicht. Okay, nach jedem Level sage ich dann wieder, ja, cool, 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 alles. Das weiß ich, aber es ist gerade die Frustration. Ich weiß nicht, ob du auf weil ich mich so oft einfach nicht tot. Als verantwortlich für die Scheiße, die hier passiert, ansehe. Wer schießt denn hier überhaupt noch die ganze Zeit? Ein Zombie war da noch. Dich habe ich noch auf dem Schirm gehabt, ja. Okay, mein Gott. Jetzt kommen die Schlampen ran hier. Mit deinem hässlichen Anzug da, was da sein soll, ey. So. Oh, das war jetzt auch noch die letzte Stelle hier. QA, da kommen ein paar Zombies mehr als gut für mich ist. Matt, ich finde keinen Ausgang. Jemand will mich aussperren. Leg dich lieber ins Zeug, Süße, sonst ist bald alles, was durch diese Tür kommt, tot. Und ich ebenfalls. Ich sagte, du sollst... QA, tut mir leid. Ich verspreche, ich nenne dich auch nie wieder Süße. Warum? Ich fing gerade an, es zu mögen. Mann, hast du mich erschreckt. Verzeihung, wo waren wir? Du wolltest die Interferenz durchbrechen, damit du mich hier rausbringen kannst. Oh, stimmt. Ich glaube, ich weiß, wo du hinkommst. Nach dir schnuppeln. Das heißt nichts Gutes. Das war auf jeden Fall nicht die, die uns immer betreut. Hausbesetzer. Profi-Schilde machen dich kurzzeitig unverwundbar. Das ist, glaube ich, das, was ich gerade hatte, ne? Dieses Metalldingens da. Auf einem Schiff. Ich mag Schiffmissionen nie. In keinem Spiel. QA? Jemand da? Wo zum Geier bin ich? Du weißt, wie es läuft. Töte die Bösen und ab nicht weiter vor. Dexter hat auch eine Yacht. Du brauchst einen besseren Agenten, Matt. Gut, Freunde. Am Ende nochmal ein bisschen husten. Ich höre jetzt auf. Ich bin jetzt bei knapp 2 Stunden Aufnahme. Also pro bis eine Stunde brauche ich ungefähr jetzt im Schnitt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben heute ein bisschen was geschafft. Habe ich heute zwar natürlich wieder ein bisschen über das Spiel aufgeregt. Aber im Grunde genommen macht das Bock. Es ist zwar wirklich kein,
kein Überrenner, so, soweit ich das jetzt schon beurteilen kann. Aber es macht halt Spaß. Es ist halt kurzweilig. Und ich schätze mal, es wird auch so ein Spiel sein, wenn man sich aus der Bibliothek ausleiht, dass man das locker eine Woche durchkriegt. So, für sowas ist es halt da. Oder halt vielleicht für Trophäenjäger. Ich weiß nicht, wie schwierig die Trophäen hier sind. Also wenn man das Spiel nur als solches betrachtet, würde ich das jetzt momentan so als mittelmäßig einordnen, was aber schon irgendwo seinen Reiz hat. Weil ich immer noch einmal durchspielen, hat man alles gesehen. Und das hat dann keinen Wiederspielwert. Aber wobei, ich weiß ja nicht, was noch auf mich zukommen wird, ne? Ich weiß auch nicht, wie viele Missionen jetzt hier noch kommen werden. Keine Ahnung. Ich höre es auf jeden Fall auf. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hasse, sage ich schon. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.